Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Rezension für euch und zwar ist es Blackwell Palace Waiting and All von Alia Dade. Und ja, ich habe es als Rezensionshörbuch bekommen, habe es mir aber auch wieder als Buch geholt. So, ich habe euch jetzt auch den ersten geholt. Und so sieht das inzwischen aus. Der dritte Band ist sozusagen dann nochmal so ein Stück Sofa und dann ist der andere Bruder hinter der Couch. Weil hier geht es ja wieder weiter um unsere zwei Blackwell-Brüder und um unsere Hauptprotagonistin Paola. Und diesmal, ja, der erste hat ja richtig fies geendet mit so einem richtig krassen Cliffhanger. Und genau da geht es auch wieder weiter. Ja, es sind auch ab und zu wieder so ein paar Chatstellen drinne und wir haben auch wieder diese wunderschönen Titel über den Kapiteln und es ist auch immer aus verschiedenen Perspektiven, aus Paola, mal aus wie hieß er, Charlie, Edward und Charles oder Charlie oder oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß. Sophia haben wir auch aus der ihrer Sicht. Charlie. Wie hieß denn der andere Bruder? Ich gucke gerade mal bei dem anderen Charles. Charles, dieser, genau. Und da ist halt immer abwechselnd drin, also mal aus jedem Perspektivsicht. Und dieses Bild ist hier drin. Mega, mega hübsch. Und hinten haben wir natürlich auch wieder die Autorin und die andere Reihe und die Blackwell-Reihe. Also ich bin schon sehr gespannt auf den dritten, wie es jetzt weitergeht, weil nach dem Ende wüsste ich jetzt überhaupt nicht, in welche Richtung das jetzt noch gehen könnte, weil es mal ohne Cliffhanger endet. Aber man weiß ja, es kommt ja noch ein dritter Band. Also ich bin sehr gespannt. Man könnte das halt jetzt so machen, dass vielleicht im dritten Band es dann mehr auf die eine Situation jetzt im zweiten Band drauf eingegangen wird, dass wir dann sozusagen, wo die halt mal nicht im Hotel sind, dass wir dann halt diese Perspektive kriegen oder so. Ich weiß es nicht. Also ich bin sehr gespannt. Oder vielleicht kommt spontan noch ganz spektakulär gleich am Anfang noch der Cliffhanger. Ich weiß es nicht. Also, ich kann jetzt nur Vermutungen anstellen, wie das Ganze weitergeht, aber mir gefällt es bis jetzt richtig, richtig gut. Ist natürlich sehr spicy und sehr viel Drama, Intrigen und es werden auch schon ein paar Geheimnisse gelüftet. Und ja, also mir gefällt es richtig gut und ich freue mich jetzt schon auf das spannende Finale. Ich bin gespannt. Ja. Und ich werde es mir dann auch wieder holen, damit, ja, ihr wisst warum. Damit das so perfekt schön dann im Regal stehen kann. Und ja, wenn sie alle drei dann zusammen sind auf der Couch. Und also es war auch wieder richtig schön gesprochen. Es war kein gekürztes Hörbuch oder so. Also es war schon original lang. Und ich habe gehört und nebenbei gelesen. Also ich habe das auch auf doppelter Geschwindigkeit gehört, weil das halt auch, wenn die doppelt so schnell sprechen, ist das halt ungefähr so meine Lesegeschwindigkeit. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Bin mega happy. Und ja, also so sehen die beiden jetzt aus. Und dann kommt noch was Pinkes. Oder halt so ein Pastellpink. Also ich bin sehr gespannt. Lasst mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen, wie euch so die Reihe gefällt. Und ja, ich verlinke euch auf jeden Fall Band 1 und Band 2 unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!